Wo gehst du zuallererst hin, wenn du einen Rat brauchst? Klar, wie die meisten Menschen, zu den eigenen Freunden, zur Familie, zu Bekannten. Doch, was, wenn der Rat, so gut gemeint er von ihnen auch ist, dir eigentlich schadet? Häufig ist das nämlich so, und ich will dir heute mal zeigen, auf wessen Rat du hören solltest und auf wessen Rat du auf gar keinen Fall hören solltest. Und damit erstmal herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es ist inzwischen fast 2 Uhr nachts hier in Koh Samui in Thailand. Ich bin in meinem Hotelzimmer. Wir hatten gerade noch einen schönen Livestream. Und ich wollte dieses Thema unbedingt mit euch noch einmal ansprechen. Und zwar, wenn wir uns von anderen Leuten Rat holen, dann kann der Rat noch so gut gemeint sein. Aber er kann uns unter Umständen schaden. Es sei denn, wir schauen auf eine Sache. Und zwar, hat die Person in dem Bereich eine Expertise? Hat die Person in dem Bereich mehr Erfolge als ich? Ich erinnere mich da an eine sehr interessante Story von Russell Brunson. Er hat ein schönes Zitat dazu. Ich habe einen seiner Podcasts gehört und er sagt: If the other person's pile of cash is bigger than yours, then listen to him. Auf Deutsch so viel wie: Naja, wenn der Geldbatzen, den die andere Person hat, größer ist als sein eigener Geldbatzen, dann hör auf die Person. Das war natürlich auf dem Bereich Marketing, Business, Verkauf bezogen. Denn du würdest ja auch nicht eine Person um Rat fragen, die übergewichtig ist. Hey, wie nehme ich am besten ab? Wie werde ich am besten fit? Doch leider tun wir das in unserem Privatleben viel zu häufig, dass wir Leute um finanziellen Rat fragen, die gar keine Ahnung davon haben. Leute um Rat im Liebesleben fragen, die gar keine Ahnung davon haben. Leute um Rat in Bezug auf unsere Ziele fragen, die gar keine Ahnung davon haben. Und wenn es wirklich schlimm kommt, dann nehmen wir den Rat auch noch an, weil wir denken, hey, die Person möchte uns ja Gutes, was ich natürlich auch möchte. Nur der Rat kann uns unter Umständen schaden. Denn was glaubst du, was eine Person, die übergewichtig ist, dir übers Abnehmen und fit werden für einen Rat gibt? Wahrscheinlich nicht den besten, denn sonst hätte sie es selber. Was glaubst du, was eine Person, die finanziell nicht in der besten Situation ist, was sie dir für einen finanziellen Rat gibt, wenn du sie um finanziellen Rat fragst? Wahrscheinlich auch nicht den besten. Was, wenn du eine Bekannte, einen Bekannten um einen Tipp für deine Beziehung fragst? Sie oder er allerdings eine Person ist, die ständig nach 2, 3 Wochen oder nach 1, 2 Monaten, nach sehr kurzer Zeit ihre Beziehung beendet, weil es einfach nicht klappt, weil sie selber keine Ahnung von dem Gebiet hat. Das heißt, grundsätzlich, so schroff das vielleicht auch klingt, grundsätzlich solltest du auf den Rat der meisten Leute einfach nicht hören. Nicht, weil es von ihnen böse gemeint ist. Alle Leute meinen ihren Rat gut. Nur sie haben einfach keine Ahnung, wovon sie reden. Und genau das ist auch der Grund, warum ich von den meisten Themen mich fernhalte. Beispiel, du wirst bei mir auf dem Kanal, naja, keinen finanziellen Rat bekommen oder keinen Business-Rat. Weil, ich sag mal so, ich bin kein Millionär, von daher werde ich mich auch nicht anmaßen, dir irgendwelche finanziellen Tipps zu geben. Ich habe noch kein Millionen-Business aufgezogen, von daher werde ich mich auch nicht anmaßen, dir irgendwelche Tipps in Bezug auf Business aufbauen zu geben, weil ich in dem Bereich noch keine Expertise habe. Genau deshalb halte ich mich in Bereichen auf, welche ich gemeistert habe, welche ich in meinem Leben unter Kontrolle habe, wo ich extrem gute Ergebnisse für mich selber und für hunderte Klienten bekommen habe. Und genauso solltest du ab jetzt auch ich drücke es mal aus, deine Hilferufe genauso handhaben. Frag jemanden, der in dem Bereich viel, viel bessere Ergebnisse hat als du und nicht einfach irgendjemanden. Frag nicht deine Mom, wenn es um finanziellen Rat geht. Es sei denn, sie hat ihre Finanzen verdammt gut unter Kontrolle und sie hat echt was damit, hat echt viel gerissen im finanziellen Bereich. Und frag nicht irgendwie deinen, ja, angestellten Freund, der seit 15 Jahren in einem Angestelltenverhältnis ist, wie du dein eigenes Business startest. Denn er kann dir zwar einen gut gemeinten Rat geben, aber ist er wirklich akkurat? Denn er hat ja keine echte Erfahrung. Er hat vielleicht Theoriewissen, er hat sich einfach eine Antwort zusammengesponnen, weil die meisten Leute trauen sich auch nicht zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung. Die meisten Leute fangen einfach an zu reden. Eigentlich fängt jeder an zu reden. Denn wir mögen das Gefühl nicht zu sagen, ich weiß es nicht ganz. Wir sagen lieber irgendwas, als dumm oder unwissend dazustehen. Also, schau dir genau an, wen du um Rat fragst, in welchem Bereich. Does the person have a bigger pile of cash than you? Then ask for his advice. Hat die Person einen größeren Geldberg als du, dann kannst du sie auch im finanziellen Rat fragen. Ist die Person fitter, durchtrainierter, in besserer Form als du, dann kannst du sie auch im Bereich im Fitness und Sport fragen. Hat die Person eine erfülltere, positive, bessere Beziehung als du, dann kannst du sie auch um Rat im Liebesleben fragen. Etc. etc. Ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Hör nicht auf den Rat der meisten Leute, hör auf den Rat von Leuten, die wirklich Ergebnisse erzielen, die wirklich Ahnung von dem Bereich haben, die nicht einfach nur das sagen, was sie in Büchern gelesen haben oder die sich irgendwas zusammenspinnen, sondern die ganz klare Ergebnisse vorweisen können. Dann wirst du diese Ergebnisse auch sehr, sehr schnell bekommen. Und jetzt würde mich noch interessieren, wen fragst du denn regelmäßig um Rat? Wo gehst du hin, wenn du Rat brauchst, wenn du neuen Input brauchst? Schreibe das mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wenn du sagst, hey, Alex, ich möchte mit dir unbedingt persönlich zusammenarbeiten, dann schau mal auf den ersten Link unten in der Beschreibungsbox. Dort kannst du dich für ein Coaching bewerben. Dann könnt ihr beide mal miteinander telefonieren, schauen, ob das Ganze passt oder nicht passt, ob wir zusammenarbeiten, ob wir nicht zusammenarbeiten. Und dann schauen wir einfach weiter, ob ein Coaching daraus entsteht oder nicht. Also klick jetzt auf den ersten Link unten in der Beschreibung, bewirb dich jetzt für ein Coaching und natürlich lass dem Video einen Daumen nach oben da. Warum? Ganz einfach, wenn dir das Video gefallen hat und du dem Video einen Daumen nach oben gibst, dann hilfst du anderen Leuten, die sich für ähnliche Themen interessieren wie du. Denn dann schlägt YouTube ihnen das eher vor und du hilfst mir, dass der Kanal weiter wächst und mehr Leute von diesen Themen erfahren können. Denn seien wir ehrlich, das hier ist besser als irgendwelche Beauty-Tutorials oder irgendwelche Fake-Pranks, die die ganze Zeit in Trend sind. Das macht die Bevölkerung auch nicht unbedingt intelligenter. Deshalb lass uns was gemeinsam dagegen tun. Und damit würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Ciao.